Euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir uns in die Katakomben der Villa des Don begeben, um ihn dort zu finden. Und müssen nun eine Schnitzeljagd machen mit den Kindern der Mutter, die wir verprügelt haben. Und verprügeln jetzt die Kinder. Also wir verprügeln jetzt einfach die ganze verdammte Familie. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist das Baby vom Großen. Er wollte nur seine Kinder schützen. Mist! Beeilung! Alles endet hier und jetzt! Toll! Muss ich euch so zusammenschlagen. Oh, vielleicht hätte ich mich doch heilen sollen. Sehe ich gerade. Ja, doch ein bisschen kaputter als ich dachte. Vielleicht bekomme ich ja noch genug Geld. Die Seite. Nochmal Glück gehabt. Dass mir noch Geld fehlt für das letzte Ding. Ist für jeden was dabei, weißt du? Na gut, ziehen wir sie wenigstens mal an. Cloud. Du bekommst... Da. Diadem? Oh, cool. Oh, wäre eine Möglichkeit. Ohrringe? Okay. Ah, gut. Ich könnte jetzt die Attacke nehmen, aber das ist plus 6. Stärke erhöht sich. Stärke erhöht sich um 5? Ah, um 10. Maximale TP und Stärke. Achso, den habe ich gerade an. Ja, was nehmen wir denn da? Geht bei Benutzen von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Und nehmen wir das Transfermodul. Klingt doch schon mal ganz gut. Und dann kriegen die anderen auch noch was, komm. Barrett. Du bekommst... Ja, was bekommst denn du? Greiftagskräfte. Gibt einfach so viel Auswahl. Aber ich gebe dir einfach mal... wo ist das? Den Meistergürtel. Hast du auf jeden Fall ordentlich TP. So, du hast den Kraftreif, den normalen. Dann kriegst du... Ja, reicht der vollen Kräfte. Gut, jetzt können wir loslegen. Oh, ich glaube, wir haben Zeit für eine Truhe, nicht wahr? Wir haben immer Zeit für Truhen. Wann hat man mal nicht Zeit für Truhen? Auf nimmer Wiedersehen! Ich hab nicht mal getroffen. Aber noch drei von den Dingern, ne? Ich will mich schon wieder schlagen. Ach du Scheiße, ey. So wird das nichts. Oh, Froschschritt. Scheiße. Jetzt darf ich dir das sagen. Vitra für Cloud. Kabo! Okay, maximale Wut. Ich sehe absolut gar nichts, ey.
So, Cloud. Machen wir Ende des Schreckens. Wir sind alle hier gleich um die Ecke. Jetzt bin ich schon wieder ein Frosch. Kiefer ist immer noch ein Frosch. Wir sind alle Frösche. Ist echt nicht gut. Nein, es war doch gerade zu Ende. Was eine Kacke. Was soll man denn da machen? Tod, wenn ich niemandem mehr eine Hilfe. Was soll. Wollt ihr mich verarschen? Ich war eine halbe Stunde ein fucking Frosch. Eine halbe Stunde. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dieser Situation, dass wir diese Items anziehen müssen. Oh, Junge. Schnappt es euch. So. Auf nimmer Wiedersehen. Das war's. Oh nein, er macht einen Sprung. Der nächste macht auch einen Sprung. Hör auf, Sprünge zu machen! Alles endet hier und jetzt! Kröten, dann übernimm! Es geht los! Zack! Na? Ha! Machen wir ein Gebet! Ich bin an deiner Seite! Ist klar, Jungs. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer. Was war denn das, bitte? Hey, alles okay? Oh, Fluch. Zieh dich zurück. Scheiße. Spezialeinsatz. Was? Fängt das schon wieder an? Jetzt hört auf mich raufzuspringen. Der andere ist ein fucking Frosch. Oh nein, der macht einen Sprung. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Kein Gegenstände einsetzen, ne? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Machen wir eine Phönixfeder für Cloud. Block einfach alles. Und dann mache ich einen Megatrank für Cloud. Und ich blocke weiterhin. Bis ich kein Frosch mehr bin. Jetzt bist du aber tot, mein Freund. So. Nur noch du. Sehr schön. Alleine schaffe ich das nicht. Warte, bin gleich bei dir. Roger, ich übernehme. Überlass das mir. Auf dem Weg. Kleines Kackvieh, du. Verprügeln wir dich zu dritt. Wie gefällt dir das, hä? Ha? Ist nicht mehr so cool, ne? Wenn man der Schwache ist. Oh. Ich heile mich jetzt nicht. Doch, ich heile mich. Nein, ich heile mich nicht. Ich krieg das so hin. Wo hat sich das Viech nur verkrochen? Weiter oben. Hat die Sache verkompliziert. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Vorsichtig. Widerlich. Ah, das ist das kleine Kackvieh. Und hier sind ein paar bestimmt, ne? Königsfeder 2. Hauptsache, die kommen nicht wieder zu dritt. Zu zweit? Okay, aber zu dritt, Alter. Drei Sprünge und ich bin tot, wenn sie das gleichzeitig machen. Ich geb mich nicht geschlagen. Akku, Junges. Cool. Nur kein Über. So, sämtliche Angriffe füllen seine Schockleiste nur langsam. Nicht übertreiben. Gib mein Bestes. Jetzt komm ich. Anschlag. Was zum Teufel macht er da?
Magie. Egena. Was zum Teufel macht der da? Nimm das! Zack, zack! Entscheidende ist! Es geht weiter! Schon gewonnen! Das war nicht gut, dass ich das Kleine getötet habe. Jetzt kommt nämlich der Große. Und du? Den Kleinen haben wir umgebracht. Was ist denn noch mehr Kleine? Aber wir bringen seine ganze Familie um. Wie schrecklich. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Nichts überstürzt. An die Arbeit. Cloud. Klingenstahl gegen den da. Gut, dass die so schwach sind. Dann kann ich nämlich das hier machen die ganze Zeit. Nachschlag. Aufsammeln? Der hat was geklaut. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Hör auf dich zu drehen, bitte. Ich greif so lange deinen Kollegen an hier. Ich nur der Gearschte. Nein! Okay, Barrett, weißt du was? Ich hab einfach nicht genug trainiert. Verprügelt ihn! Oh, Materia! Was haben wir denn da? Foxin? Fragezeichen? Achso. Das ist die Quest. Achso, ich hab die Karte aktiviert. Oh, wir haben die ganze Zeit ohne Karte gespielt. Aber wer braucht die denn schon? Die machen wir platt. Nein, 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 Freundchen. Alles endet hier und jetzt. Geht zuerst auf diesen Penner. Ist mir egal, wie viel Schaden du mir machst. Ich mach dich jetzt erstmal kaputt. Okay, vielleicht ist es mir doch nicht egal. Ich kann noch kämpfen. Barrett? Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Vitra. Jetzt mach ich ja doch den Kleinen kaputt. Ich hasse dich dafür, ne? Ja. Mistvieh. Jetzt muss ich wegen die Items einsetzen. Aber sowas mache ich nicht. Ich hasse es, Items einzusetzen. Ich bin zu geizig. Tötet das Mistvieh. Ja, ich hoffe, du hast den Kopf verloren, ey. Ich bin an deiner Seite. Nimm das. Schon gewonnen. Das war's dann wohl. Barrett, wie sieht's bei dir aus? Ah, noch so lange, ey. Oh. Warum dauert das so lange bei dieser Kackwaffe? So, das sieht doch gut aus. Schade. Ja.
Verdammt! Du bist genauso scheiße. Und tschüss! Ich bin bereit. Vernichten wir ihn einfach. Verschwende! Der hat das echt abgewehrt. Mal hier aber nochmal. Aber selbst in seinem Verteidigungsscheiß, ne? Mach ich ihn fertig. Immer vorsichtig bleiben. Und tschüss. War okay. Oh. Mega Trank. Wir haben es bald, Leute. Bald, wirklich versprochen. Kann sich doch um Jahre handeln. Wir sind da unten Gegner. Jetzt ist Schluss mit dem Unfug, klar? Onkel Barrett tut dir nichts. Komm her. War so klar. War so klar. Auf nimmer Wiedersehen. So. Nur noch wir beide, oder? Nee, das ist noch einer. Was für ein mieser Sack. Ich leg los. Nachschlag. Ja, wie gefällt dir? Wie gefällt dir das, mein Freund, hä? Wenn ich mal auf dir rumspringe. Hä? Na, wie gefällt dir das? Na dann. Tastatur. Jawohl. Alter. Jetzt bring mich endlich zu deiner Mama. Ich glaube jetzt soweit. Von beiden Seiten. Okay. Lass das nicht entwischen. Wie er sich freut. Ich habe deine ganze Familie umgebracht, Junge. Der freut sich, weil Mama da ist. Trotzdem habe ich deine Familie umgebracht. Gerissenes Biest. Ganz das Herrchen. Gib das zurück. Nein, lauf nicht vor. Lauf nicht vor. Bleib schön hinten. Du kackst mir viel zu schnell ab. Momento Mundo. War hier irgendwas versteckt? Als hätte ich's gerochen. Als hätte ich's gerochen. Oh. Das habe ich natürlich auch gewusst. Schutzstiefel. Achso. Schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Gemach. Ah, und stopp. Das hätte ich gegen den Kleinen gebrauchen können. Hier ist ja Wasser. Hier ist ja Wasser! Ich muss das Wasser irgendwie ablassen. Lass ich denn das Wasser ab? Uff. Ja, keine Ahnung. Muss auf jeden Fall noch kommen. Wahrscheinlich beim Biest. Oder hier. Nee. Und wahrscheinlich beim Boss. Dann tippe ich mal auf den Boss. Das war's. Ja, das ist Mutter. Schluss mit lustig. Ach, das ist das diebische Viech, oder? Nee, warte noch ein bisschen, warte. Das wird so nichts. Ramme. Habe ich gerade noch gesehen. Kennst du das aus? Verzieh dich! Oh, das hat weh getan.
Weil hier sind drei von den Kackviechern, ne? Ich zähle auf dich. Es geht los. Dann gehen wir erstmal auf den hier. Es geht weiter. Ist das alles? Nimm das. Nachschlag. Seh das schleudern. Ich hoffe, um Hilfe zu rufen. Für Hilfe ist es zu spät. Au. Ich bin an deiner Seite. Du musst auf das diebische Viech. Das ist fast tot. Achso, nee, das ist es gar nicht. Das ist ein ganz anderes. Nachdem sie sich gedreht haben, sind sie anfällig. Jetzt hört er gerade auf, oder? Ja. Nicht aufgeben. Verlass dich auf mich. Jetzt ist es zu spät. Dreck. Bin ich zu schwach? Noch tiefer. Alleine schaffe ich das nicht. Gegen das diebische Viech. Jetzt kommt er. Jetzt komme ich. Jetzt tötet es endlich. Cloud, los. Geht doch. Spann die Schirme auf. Jetzt hagel zu bleiben. Genau da gehörst du hin. So, tiefer. Heile uns noch ein bisschen, bitte. Es geht weiter. Okay, aus dem Weg, Leute. Schön fernhalten. Komm schon. Der hat sich gleich ausgedreht. Alter, der hat sich gleich ausgedreht. Das verstehst du daran nicht. Gib her! Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Durch die Mama?